Hey Leute, willkommen zurück zur Grenze. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Schauen wir mal, was hier abgeht. Post haben wir. Was ist hier, neue Zeitung oder was? Konflikt im Süden. Okay. Flut von Waren interessiert mich nicht. Oh, da haben wir schon. Da ist ja schon richtig Action. Warte mal, den lassen wir mal rein hier. Mal rein und dann gucken wir da mal, was da Neues ist. Ach du Scheiße. Schmuggler, Schmuggler. Naja, ist das grün? Könnte sein, ne? Hey, da war da. Limit für ausländische Waren. Lebensmittel 6-mal, okay. Haushaltsgeräte 3, Chemikalien 4. Und wenn der mehr hat, einfach wegschicken oder so, vermute ich. Wir probieren es aus. Jo, du mir auch. Komm mal raus hier. Mach hin, da. Hey. Gib mal hier dein. Guck mal, wie nah der mir steht und der schiebt mir die hier unterm Arm oder was? Er damit. So, sag mal. Ich gucke hier erstmal, lass mich mal schauen. Und dann machen wir alles weitere. Spiegel hat er, aber ich brauche nur einen. Ach! Wo bist du denn gegengefahren, Alter? Du fährst ja wie ich. So, wir haben Spiegel weg. Da machen wir mal zwei. Ist nichts, ne? Ich sehe keins von deinen lustigen Zeichen. Komm, gucken wir gleich mal Nummernschild. Ja, passt. Gut. Was hast du denn da drin? Komm, schauen wir auch gleich mal. Na komm, raus mit dem Krempel hier. Ich vermute, hier wird nie was sein. Sonst wäre hier schon längst mal ein Zeichen aufgetaucht. Ich denke, dass da nie was verbaut sein wird. Gucken wir hier mal rein. Auf hier die Kiste. Nö. Nö, nö, da ist glaube ich nichts. Gut. Checken wir den Kram da. Wir markieren mal alles hier. Scheiß aus, alles. Gut, gucken wir hier rein. Nö. Ist auch nirgendwo ein Zeichen, ne? Nee. Nee. Scholek. Hier, komm, Scholek. Hm? Einräumen. Ah, du bist der Schnellste, echt. Das muss man dir lassen, ne? So. Warte mal, wir kicken nochmal. Was waren da für Beschränkungen? Okay, was haben wir denn da? Haushaltsgeräte. Ist die Waschmaschine wahrscheinlich, ne? Da hat er nur zwei. Okay, ich denke, das wird schon passen. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Wir haben 9 Zement, ja. 3, 4, 1. Chemikalien 4. Zählt das zu den Chemikalien, die Reinigungsmittel? Warte mal, was ist, wenn ich das, kann ich das anklicken oder was? Na, kann man nicht machen. Okay, wir lassen das. Also ich würde sagen, der hat 4, dann lassen wir den rein. Ich meine, Zement, ich weiß nicht, das, zählt das zu Chemikalien? Ich glaube nicht, ne? Sag mal, deine Hackfresse. Gut. Ja. 1,8, stimmt, 28, ja, stimmt auch, ja, stimmt auch. Ach, Dings gibt's nicht mehr hier. Covid besser, gut. Hier 190. Boah, das ist aber Glück, du. Ja gut, ne? Ich würde den Arsch einfach mal reinlassen und mal gucken, was passiert. Hier, komm, fahr.
Und dann gucken wir uns an, was wir falsch gemacht haben. Ich will wissen, ob ich richtig bin oder nicht. Oder was zu Chemikalien gehört oder nicht. Komm, fahr mal. Okay, in Ordnung. Dann komm rein hier. Das ist eine grüne Karre, ne? Grüne Karre hatten wir. Ja, vielleicht haben wir da einen. So, raus sofort hier. Komm. Nichts, raus mit dir. Ja. Du, mir gehört auch einiges. Na gut, ne? Oh, Scheibe kaputzki. Dann nochmal irgendwo kippen. Muss ich den jetzt wegen Eimer kippen? Aha. Wegen Eimer kippen, einsperren. Das ist aber auch ein bisschen frech, ne? Warte mal. Wir haben... wo ist denn hier Autoscheibe? Da? Endwerfer, war das einer oder zwei? Einer, ne? Gut. Ah, Scheiben hat er zwei hinne. So. Gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Echt, Alter, ich muss dich jetzt hops nehmen. Wegen den geschmuggelten Zigaretten? Ehrlich? Blocke? Du machst mir Sachen, ey. Sag ich mal. Nummernschild gucken wir nochmal. Ja. Ja. Echt, Alter, hat man da keinen Handlungsspielraum oder so? Hat man nicht, ne? Ja, dann tut's mir leid, Meister. Ja, ich nehme dich fest. Langsam wird's voll da drin, ne? Du bleib mal da sitzen. Bitte beruhig dich, zeig mal. Was kostet mich denn der Transportski? 500. Ach komm, den gönn ich mir. Ja. Okay. Mitternacht werden die rausgeschmissen. Ihr Kollege. Räum auf den Puff. Dann kannst du weiter schlafen. Sitzen die jetzt die ganze Zeit im Auto? Kann ich jetzt also wieder welche einknasten oder was? Ah, die Schwengel sitzen da ja noch. Ja, das ist ja für den Arsch. Ich dachte, die verschwinden sofort, ey. Hätte ich sowas selber fahren können. Uff. Was ist mit dir? Hast du gar nichts oder was? Raus mit dir. Sofort raus, komm. Gibst mir nicht mal deine Papiere, nicht mal die streckst mir ins Maul rein. Komm her damit. Ach echt, die brauchst du zurück? Wenn ich fertig bin, dann kriegst du die zurück, da kannst du sicher sein. Bitte beruhig dich, Kollege. Ja, das sieht gut aus hier. Ups. Was hat er denn dabei? Hühner, Alter. Hühner und eine Kuh. Ja. Ja, alles echte, oder? Und eine Sau. Der hat einfach eine Sau dabei. Aber hier brauche ich nicht gucken. Hier hinten, ne? Warum hast du denn hier kein Nummernschild? Fehlt da was? Ich glaube, da fehlt was, ne? Wie komme ich denn hier an den Motor? Da. Alter Vater. Warte mal, ich bin. So, das ist der Boden.
Nö. Krieg ich da noch mal rein? Ja, Sitze sind super sauber. Alles in Ordnung, Kollege. Ah, sonst bin ich nichts. Er hat nichts. Er hat nichts, außer fehlende Stoßstange hinten. Guck mal, Gewichtski. Was hat er denn da? Ein Schwein steht drauf, Kuh steht drauf. Und 5 Hühnchen, das stimmt auch. 6,4. Oh. Was ist jetzt mit Gewicht höher? Darf ich den reinlassen oder nicht? Okay, jede technische Inspektion. Okay. Na, da steht nichts, ob das jetzt was macht mit dem Gewicht oder nicht. Aber wieso hat der Schwengel... Okay, die Tiere, ne? Da könnte die Kuh ein bisschen zu fett sein. Hat ja da nichts geschmuggelt, denke ich mir, ne? So, wir machen mal hier. Ja, eine Stunde ungefähr. Einfach so, du musst einfach mal... Komm mal her, zeig mal deine Fresse. Glaub da. Na ja, doch, hast Glück gehabt. So. Okay, Name hier stimmt nicht überein. Das kann der gleich selber mal eintragen. Mir jetzt keine Lust zu. Gut, das heißt schon mal, ich brauche den nicht reinlassen. Das ist auch schon mal was Feines. Nummerntafel gucken wir nochmal. Nummerntafel stimmt auch nicht. Zack. Hier. Gebe ich Stich. Mach's gut, ne? Ja, ich weiß. Und ich warte jetzt, bis du hier fährst. Ich fahre dir auf keinen Fall hinterher. Ah, der schlägt schon so aus, okay. Gut, nächste. Jo. Ja, komm raus hier mit dir. Auch wenn ich deinen Schnurri feiere. Der ist wirklich nicht schlecht. Ein wunderschönes Exemplar von Schnurri. Na, guck mal, der ist sogar heile und alles. Unfassbar. Warte mal. Ja, den Brunnenlunder müssen wir rausschmeißen, ne? Das zähle ich ja nicht alles durch hier. So. Das war's, ne? Gucken wir da mal rein. Ich habe ja die richtige Lampe an, ne? Ja, war schon richtig. Ja, reingeschissen hat er nicht für die Fahrt. Ah, hier ist nirgends sowas. Ich sehe nichts. Hier, wo ist der Kollege? Ah, wieder am Pissen? Räum ein, bitte. Ich bin erstaunt, wie der das macht. Das ist einfach ein Tier, ist das. So, warte mal, hier ein Wiegeonkel noch. Bevor wir uns das mal anschauen. Ey, der ist auch überladen. Der ist auch überladen. So, wir haben... 11 Zement, das passt. Käsekiste haben wir 3. Ja, ja. Und ein Scheißhaus. Ja, warte, machen wir gleich. Warte, wo war das hier? 3 Haushaltsgeräte.
Hier Chemikalien. Okay. Da hat er nochmal echt Schwein gehabt, ne? So, schauen wir mal den Rest des Balls. Wo ist seine Nummer? Jupp, passt auch. Gucken wir noch hier, scheiß Nummerntafel. Jupp. Na, sonst war da nichts. Eine Hackfresse müssen wir uns da noch reinziehen, ne? Er sieht wirklich original so aus. Meine Fresse hat eine Hackfresse. Ja, eigentlich kann ich den reinlassen, ne? Soweit ich das jetzt verstanden habe, oder nicht? Fahrzeuggewicht ist nicht, dass ich ihn nicht reinlassen darf. Ich lasse ihn reinkommen. Mal gucken, was passiert. Ja. Holen wir den letzten Onkel da noch. Mal gucken, jetzt, wenn ich 500 abgezogen kriege, weiß ich Bescheid. Komm. Fahr an! Schauen wir mal, was haben wir denn für ein Pedalchen gemacht? Wegen dem Fahrzeug, weißt du? Falsche Dokumente, was war denn falsch? Ich bin ein Trottel. Ja, komm raus. Ich liebe das. Wieder jemand durch die Zoontür. Ach, herrlich. Dann sag ich, naja, da ist alles heile, ne? Er war komplett heile auch. Ist ja unfassbar. Na, geh auf hier. Ja. Okay, du bist schon mal. Du fällst eh schon mal durch. Kollege. Das musst du eh bewusst sein. Das war's, ne? Du fällst eh schon mal durch. Du fällst ja eh durch. Verstehst du? So, wir haben nämlich Haushaltsgeräte, drei Stück darfst du haben, ne? Wir haben zwei Scheißhäuser. Ach, der hat. Ja, doch. Gut. Zement 7? Ah, doch. Ist das tägliche Bestimmung, ne? Muss ich wahrscheinlich machen. Ja. Okay, das passt auch. Hier haben wir noch gar nicht. Ach, jetzt ist der Scheiß draußen. Warte. Hier, Kollege. Räum ein. Hast du alles drin? Wunderbar, steht da noch einer? Ne, das ist ja Feierabend schon. So, warte mal. Geh doch mal zu, jetzt machen wir nochmal den Wiege-Onkel hier. Ja, das passt, ne? Habe ich da tägliche Best aktuelle Bestimmungen? Habe ich. Gut. Was ist hier? Ah, das ist ein S, ne? Das ist ein S, ja, das ist ein S. So, da auch nochmal gucken. Mich würde interessieren, was ich da übersehen hatte. Hier, guck mal. Kommst hier sowieso nicht durch, mein Freund. Du kommst hier sowieso nicht durch. Weißt du? Sieht halt aus wie eine Glühbirne, ne? Aber das passt. Komm her. Oh nein, nicht kaputt. Ja, was für ein Tag, ne? Was für ein Tag. Ja, der holt auch aus.
Ist immer ein gutes Zeichen, wenn die so ausholen. Aber das ärgert mich, ne? Ich dachte, die holen die sofort ab. Da hätte ich die selber jetzt fahren können, ne? So ein Schwachsinn. Was denn hier? Was ist denn hier noch? Brief oder was? Oh. Da gibt's wieder einen Angriff. Irgendwas habe ich da schon wieder gemacht. Mir egal, ich lasse niemanden durch. So. Da sind wir durch, ne? Für heute. Die werden ja gleich abgeholt um Mitternacht. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Passiert, wenn ich die jetzt anschmeiße hier? Ja, aber ich habe die 500 eh bezahlt. Die sind ja schon abgezogen. Also ist das eh scheißegal. Ah. Ich dachte, er kommt sofort und nimmt die mit, ey. Das ist natürlich scheiße. Immer werden wir nur die Kippen. Die legen wir noch ins Schränkchen hier. Falschgeld haben wir auch. Wollen wir das denn? Wohin das abgezogen wieder mal? Werdet ihr eigentlich nervös, wenn ich... Oh, interessiert keine Sache. Na gut, dann haben wir den Tag hier überwunden. Ja, ja, warte mal, ich probiere mal was aus, ja? Was? Also... Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ist der jetzt tot oder was? Sieh ihn. Der ist tot. Wer war das? Mal schauen, was da jetzt im Computer. Das, ja. Das hat ja keiner gesehen. Du, der schaut, der Kowalski ist da hinten gestürzt. Weiß nicht, was der hat. Oh oh. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Upgrade 500. Kommt der morgen wieder? Okay, wir werden es sehen. Ich wollte nicht den Kowalski umbringen. Der macht nur Pause. So, ich gehe jetzt direkt hier. Der hat sich das verdient, doch. Tschüss. So, ich sage mal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Der arme Kowalski. Ciao, ciao.